Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich habe mir mal wieder ein kleines Helferchen bzw. Spielzeug für meinen Kanal zugelegt. Und zwar ist es die Elgato Stream Deck oder das Elgato Stream Deck. Achtung, das ist kein gesponsertes Video. Ich habe mir das Teil selber zugelegt. Geilerweise ist gerade bei Amazon die Black Friday Woche, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video schneide. Jetzt, wo ihr das seht, ist die Black Friday Woche leider natürlich schon vorbei. Für einen Tag war das nämlich für 50 Euro weniger, quasi für 100 Euro erhältlich. Also, ich hatte es eigentlich gar nicht vor, so schnell mir zuzulegen. Was kann das feine Teil alles? Dieses Gerät hat 15 Tasten, 15 Tasten. Mit jeder Taste kannst du verschiedene Unterordner erstellen, ist aber nicht zwingend notwendig. Und du kannst quasi, das ist quasi wie so ein Hotkey-Deck. Du kannst per Tastendruck jetzt einfach mal dem Stream sagen, öffne mal schnell YouTube, öffne Google. Oder du könntest zum Beispiel gerade für Streamer eine geile Sache, damit du nicht jedes Mal dein Handy vorm Stream erstmal in der Hand nimmst. Du kannst dem Teil auch also einem bestimmten Knopf zuweisen, mit Twitter zum Beispiel verbunden. Per Tastendruck haut dieses Gerät auf einmal einen Tweet raus. Achtung, ich bin live. Schaut vorbei. Das kannst du alles relativ easy einstellen. Ist eine mega Erleichterung für jeden Streamer. Und auch wenn du nicht streamst und vielleicht mit OBS oder Streamlabs OBS nur Videos schneidest, kannst du dem zum Beispiel sagen, drücke jetzt auf Aufnahme, drücke Stopp, mach das Mikrofon leise, mach es wieder laut und so weiter. Du kannst zwischen den Szenen wechseln. Ihr wisst das, wenn ich zum Beispiel streame, ist zuerst so eine mache ich meistens normalerweise diese Anmoderation. Dann wechsle ich auf diese Szene, wo ihr dann das gesamte Spielbild seht. Zwischen diesen ganzen Szenen kannst du per Tastendruck ganz easy wechseln. Du kannst diesen Tasten zum Beispiel auch GIFs zuweisen. Was meine ich genau? Moment, zum Beispiel, ihr seht ja dieses Apex-Logo. Per Tastendruck kann ich einfach, jetzt muss ich erstmal gucken, wo habe ich denn hier diese Media Source? Genau, per Tastendruck kann ich jetzt einfach sagen, du erscheinst jetzt. Da gibt es verschiedene GIFs, die du vielleicht situationsbedingt, du machst einen richtig geilen Headshot oder kriegst gerade richtig vor den Sack in irgendeinem Spiel, dann kannst du so eine GIF-Taste einfach anwählen und dann kommt da zum Beispiel, bam, voll der geile Headshot. Ist jetzt nur so ein Beispiel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe das Ding jetzt mal aus, zeige euch das kurz. Ich bin natürlich nicht der professionellste Unboxing-Mensch. Das Video gilt eigentlich eher für meine Stammzuschauer, dass ich mir was Neues zugelegt habe und hoffentlich meinen Stream ein Stück weit verbessern kann. Das ist zumindest der Sinn dahinter. Und wenn nicht, ist es auch noch so. Auf jeden Fall ist es ein absolut geiles Gimmick für jeden Streamer oder jeden Streamer, der es vielleicht werden will. So, jetzt machen wir das Gerät mal auf. Meine Fresse, das sieht echt geil aus. Verdammt hochwertig. Wie gesagt, ist eigentlich ein teures Gerät. Ach so, falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, so sieht das aus. Hat 15 Tasten. Es gibt noch eine kleinere Version, die hat nur 6 Tasten und eine ganz große Version. Die ganz große Version kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie viele Tasten die hat. Die hat bestimmt, ich glaube, 6, 12, 18, 24 oder 30 Tasten. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich schließe dieses Gerät jetzt mal an. Du brauchst auf jeden Fall für deinen Rechner einen USB-Anschluss. Das sollte logisch sein. Brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen. Ist totaler Käse. Ich schließe das jetzt mal an und dann gucke ich mal, ob ich euch ein bisschen was darüber zeigen kann. Alles klar, Leute, das Stream Deck ist angeschlossen. Ich habe es schon ein bisschen eingerichtet, damit das jetzt ein bisschen schneller geht. Ich möchte jetzt nicht bis ins Detail hier jede einzelne Funktion euch zeigen. Das ist wirklich hauptsächlich für meine Stammzuschauer so ein bisschen als Gimmick. Sollte der ein oder andere sich aber wirklich dafür interessieren, packe ich natürlich den Link für dieses Gerät in meine Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link. Solltet ihr den nutzen, kommt ihr direkt zu Amazon. Unterstützt mich dabei, wenn ihr es über diesen Link bestellt. Und es kostet natürlich nichts extra. Ich würde eine kleine Provision kriegen, was natürlich geil wäre. So, legen wir direkt mal los. Ich zeige euch jetzt mal, was man mit dem Teil alles machen kann. Vorher zeige ich euch natürlich auch noch, ihr braucht natürlich ein Programm für dieses Teil. Das ist die Elgato Software, www.elgato.com. Und Achtung, mit einem Tastendruck mache ich jetzt mal eben diese Kamera weg. Und ich habe meine favorisierten Internetseiten natürlich auch schon eingerichtet. Zum Beispiel die Elgato Software Seite. Hier könnt ihr natürlich auch sämtliche Elgato Produkte bestellen. Es geht jetzt hier hauptsächlich natürlich erstmal um den Download. Ihr geht hier auf Downloads und dann seht ihr hier
auf dieser Seite schon die Software für Windows 10 für das Elgato Stream Deck. Wie das jetzt unter anderen Betriebssystemen aussieht, kann ich euch leider nicht sagen. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Darum soll es ja in dem Video auch nicht gehen. Aber alle, die Windows 10 haben, sollten mit diesem Teil auf jeden Fall kein Problem haben. So, weil wir einfach bei Internetseiten sind. Ich habe zum Beispiel noch Google eingerichtet, ein Tastendruck oder YouTube. Das schon mal als kleine Funktion für euch, dass ihr schon mal seht, was kann ich mit dem Ding eigentlich alles Schönes machen. Also das ist nicht unbedingt nur ein Gimmick für Streamer. Ihr könnt dem Teil, Moment, ich öffne natürlich jetzt hier auch erst einmal, Moment, das war die falsche. Na, hier haben wir es. Und zwar ist das die Software für das Stream Deck. Wenn ihr das erstmalig öffnet, sieht das so aus und diese ganzen 15 Tasten sind leer. Auf der rechten Seite habt ihr sämtliche Aktionen, die ihr hier auf diese Tasten legen könnt. Und jetzt stellt ihr natürlich fest, Mensch, 15 Tasten, das sieht ja erstmal relativ wenig aus, wenn ihr so viele Funktionen sind. Ihr könnt Unterordner erstellen. Ihr seht hier zum Beispiel auf meiner Hauptseite den Ordner OBS. Und da habe ich alle Funktionen, die ich zum Streamen oder Aufnehmen so brauche oder YouTube-Sachen. Gehe ich einmal drauf, dann werden aus 15 Tasten 14 Tasten, weil hier diese Zurück-Taste, könnt ihr einfach drauf gehen, wieder zurück. Das mache ich jetzt alles ohne Maus, sondern wirklich nur mit dem Stream Deck. Und dann habt ihr verschiedene Optionen und merkt ihr hier, Mensch, ich brauche für meinen OBS-Ordner aber noch mehr Sachen. Macht dann noch einen neuen Ordner, geht da drauf, habt wieder 14. Und das könnt ihr übertrieben gesagt unendlich oft fortführen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dieses riesen Stream Deck. Ach so, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt drei verschiedene Größen. Ein Stream Deck mit 15, das ist das, was ich hier habe. Eins mit 6 Tasten und eins mit 32. Ich finde aber 32 Tasten, das ist wirklich echt heftig. Da müsst ihr wirklich sehr, sehr viel am Rechner machen, wenn ihr das unbedingt braucht. Ansonsten habt ihr halt die Unterordner, die euch die Knöpfe ersetzen. So, was könnt ihr alles ausbauen? Deswegen, das ist meiner Meinung nach auch ein mega geiles Gimmick für Leute, die nicht unbedingt nur streamen, sondern auch viele andere Sachen machen. Ihr könnt mit einer Schnelltaste zum Beispiel auch Programme öffnen. Ihr könnt den Task Manager auf eine Taste legen oder hier zum Beispiel, hier als Beispiel, Filmora ist mein Schnittprogramm oder GIMP. Einmal drauf gedrückt ohne Maus, zack, öffnet das Programm. Das ist kostenloses, womit ich meine Thumbnails für YouTube erstelle. Als Beispiel hier ein Apex-Logo vorbereitet, weil ich viele Apex-Videos mache. Brauche ich das nicht jedes Mal einstellen. Hier jetzt, ach so, ja, natürlich, man kann, das habe ich auch schon erzählt, jetzt hier, ich gehe in das Streaming-Setup rein. Dann habe ich hier meine Szenensammlung für alle Streamer. Ihr wisst, was eine Szenensammlung ist, für die, die das nicht wissen. Ich starte zum Beispiel meinen Stream immer so. Achtung, jetzt geht kurz der Ton weg. So, kleine Panne, da war noch ein GIF drin, darauf gehe ich aber auch gleich noch ein. So, dann kann ich hier zwischen den verschiedenen Szenen durchwechseln. Ich mache quasi nach dem Stream, also nach dem, wechsle ich normalerweise auf das Bild, wo die Kamera zu sehen ist. Dann mache ich meine Anmoderation und sage, Tag, grüßt euch. Schön, dass ihr einschaltet. Dann wechsle ich auf diese Szene, wo ihr nachher mein Gameplay und meine Facecam nochmal seht. Und dann kann ich zwischen den Sachen hin und her schalten. Dann kann ich auch noch einen Pausenbildschirm reinmachen, wenn ich mal aufs Klo muss, damit ihr nicht die ganze Zeit den stillen Bildschirm seht. Dann habt ihr zum Beispiel, ja, was haben wir noch alles Schönes? Ja, ihr habt es ja gesehen, ihr könnt jetzt hier die Kamera an- und ausschalten. Ihr könnt das Mikrofon an- und ausschalten. Ihr könnt, was habe ich denn auf Viewer gestellt? Ach so, Viewer ist zum Beispiel hier in-game. Ihr seht hier über meiner Facecam, Moment, muss ich es erstmal anschalten, normalerweise noch, wie viele Zuschauer gerade zusehen. Kann ich zum Beispiel ausschalten oder die Kamera, wenn ich jetzt gerade irgendwas im Spiel zeigen will und die Kamera einfach im Weg ist, mit einem Tastendruck ist die Kamera weg und alles ist schön. So machen wir die Kamera hier wieder weg. Dann habt ihr hier zum Beispiel, das ist jetzt speziell für YouTube ein kleines Setup, denn ich streame auf YouTube. Ich gehe jetzt wirklich auch nicht auf alles ein. Ihr habt ja auch noch ein Setup für Twitch, Mixer und so weiter. Ich gehe jetzt hier einfach mal nur auf YouTube ein. Habt ihr zum Beispiel Bock auf dem Stream Deck auf einer Taste, diese hier zum Beispiel, eure Zuschauerzahl mit einem Blick zu sehen, dann könnt ihr das hier rüberziehen. Zack. Dann habt ihr hier die Option, die lösche ich jetzt mal wieder, weil ich es einfach hier auf der Seite schon eingerichtet habe. Dann könnt ihr das Zuschauer nennen und dann heißt das hier auch so. Und dann müsst ihr aber noch einen Link zu
eurem YouTube-Kanal reinmachen, der dann Elgato erlaubt, auf eure Daten überhaupt zuzugreifen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Auch weitere Tasten, wie es zum Beispiel Chat-Schnellfunktionen, funktionieren nicht, wenn ihr das hier nicht einrichtet. Was meine ich genau? Der ein oder andere Streamer unter euch, der jetzt gerade das Video schaut, kennt das sicherlich. Ihr habt einen neuen Zuschauer, der stellt euch die Frage, kann ich mitzocken? Das passiert mir sehr, sehr häufig, manchmal in einer halben Stunde vielleicht zwei, dreimal, manchmal auch gar nicht. Aber sollte euch das mega auf den Sack gehen, dass ihr euch jedes Mal mundfusselig redet, habt ihr hier zum Beispiel die Chatnachricht. Hier geht ihr drauf, drag and drop, zieht es einfach rüber, dann könnt ihr das hier benennen, wie ihr wollt. Lösche ich jetzt hier auch wieder, weil ich das jetzt hier einfach mal eingerichtet habe. Ich habe das Abo-Zocken genannt und übrigens auch diese Bezeichnung hier, diesen Text, den seht ihr auf dem Stream Deck als Text und den Ordner. Das sieht genauso aus, wie ihr es hier seht, damit ihr die Tasten nicht verwechseln könnt. Das habe ich jetzt hier Abo-Zocken genannt. Und sollte mal jemand fragen, hast du Bock zu zocken? Ich zocke zum Beispiel nur mit Abonnenten, wenn ich ein spezielles Abo-Zocken-Streaming veranstalte, und habe hier die vorbereitete Nachricht reingeschrieben. Danke der Nachfrage, aber mit Abonnenten zocke ich immer bei speziellen Abo-Zocken-Streams, damit ich das nicht jedes Mal wiederholen muss, weil das manchmal auch ganz schön nerven kann. Ist einfach so, wenn man diese Frage ständig gestellt bekommt. Dann habt ihr zum Beispiel die Option, habe ich jetzt einfach mal theoretisch so eingestellt, Donation. Spendet ihr jemand was im Stream, dann kannst du dir sagen, danke für den Stream. Ich halte das für überflüssig, weil jeder, der eine Donation bekommt, der sollte gefälligst in der Lage sein, sich persönlich zu bedanken und nicht per Chatnachricht. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Oder danke für dein Abo, weil dir gerade jemand ein Abo dagelassen hat. Das im Groben und Ganzen. Also nochmal zusammengefasst, ihr müsst nicht unbedingt nur Streaming-Optionen hier reinmachen. Habt ihr keinen Bock auf Streaming, weil ihr einfach kein Streamer seid, ihr könnt ja wirklich einen Taskmanager reinmachen. Ihr könnt Internetseiten öffnen, ihr könnt allen möglichen Spaß machen. Ihr könnt, wie gesagt, eure Kamera ein- und ausschalten, zwischen den Szenen wechseln, Kamera, wie gesagt, an und aus, habe ich gerade erzählt, euch muten, wenn gerade jemand hier zur Tür reinkommt und textet euch voll und das soll keiner sehen, weil ihr gerade mega Stress mit eurer Frau habt, dann könnt ihr das kurz muten, könnt die Kamera ausschalten, dann sieht keiner, was ihr gerade für ein Trouble habt, weil ihr wieder zu viel gezockt habt. Das jetzt einfach mal als kleines Späßchen. Das soll es jetzt schon, schon gewesen sein, ich wollte jetzt nicht zu intensiv auf dieses Teil eingehen. Ich finde dieses Gimmick ein absolutes Mega-Teil für jeden Streamer, ist natürlich kein Muss. Hat euch dieses Video gefallen? Würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst für dieses Video. Lasst auch gerne Kommentare da, wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt. Ich gucke, dass ich sie vielleicht beantworten kann, wenn ich es denn kann, weil so genau kenne ich mich damit jetzt auch noch nicht aus. Wie gesagt, interessiert ihr euch für dieses Teil, nutzt gerne den Link in der Beschreibung, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, um keine Info-Videos, zum Beispiel über Apex Legends, mehr zu verpassen. Solltet ihr von diesem Spiel Fan sein, wäre das eine feine Sache. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und das war's von mir. Macht's gut. Ciao.